Komm zu Mami, meine Hübsche. So wird sie doch nicht bleiben, oder? Mach, dass sie wieder klein wird. Das kann ich nicht. Ich unterbreche euer Gartenclub-Treffen ja nur ungern, aber im Moment hat Arak Vorrang. Du hast recht, aber eine Nimmersatia von der Größe ist auch sehr viel weniger gefährlich als eine Weberin, die uns alle einzeln frisst. Selenia hat recht. Und wenn Arak das Netz nicht repariert, ist der Baumstumpf angreifbar. Wir müssen rausfinden, was sie dazu gebracht hat, sich ins Dorf zu wagen. Das ist vorher noch nie passiert. Sie frisst Insekten, die in ihrem Netz landen, aber doch keine Minimäus. Dann hat sie ihre Gewohnheiten wohl geändert. Meine Pflanzen! Wie schrecklich! Die wächst ja beim Zusehen. Ja, ich habe ja versucht, euch das zu sagen. Es wird noch schlimmer. Eine Nimmersatia ist viel gefährlicher als eine Weberin. Und wozu züchtest du dann so eine Pflanze? Ihr Saft wirkt ausgezeichnet gegen Gedächtnisverlust. Den gebe ich regelmäßig Onkel Siffrat. Ja, das stimmt. Das hatte ich vergessen. Beruhigt sich deine Pflanze, wenn wir sie füttern? Ja, dann schläft sie ein. Aber ihre Wurzeln wuchern im ganzen Baumstumpf. Die verteilen sich überall. Bald wird das Dorf unbewohnbar. Wer weiß, was passiert, wenn wir nichts mehr haben, um sie zu füttern. Du meinst, deine Nimmersatia könnte Minimäus angreifen? Sie ist nicht sehr wählerisch, wenn sie Hunger hat. Da kommt irgendwas. Und dem Lärm nach zu urteilen, kein Krudel. Wachen, auf eure Posten! An die Geschütze! Und, meine große Planerin, was gibt's Neues? Der Plan war ein voller Erfolg, eure Fäulnis. Die Weberin hat ihr Netz verlassen. Bist du auch ganz sicher? Ich verabscheue diese Kreatur. Papi hat Angst vor ihr, weil sie ihn gebissen hat. Halt die Klappe, du Zottermackhirn! Das ist ebenso sicher, wie ihr über die sieben Königreiche herrschen werdet. Die Eroberung ist jetzt nur eine reine Formsache. Sehr gut. Es wird Zeit, die Existenz der Minimäus auszulöschen.